Hallo und willkommen zur 12. Folge von Sapristi. Der Herbst 1942 hin zum Frühling 1943 war eine besonders finstere Zeit in Brüssel. Und doch war dies nur der Vollzug dessen, was in Deutschland und den osteuropäischen Ländern bereits seit Jahren geschah. Nun begann man auch auf den großen Stadtplätzen von Brüssel und in den Antwerpen Juden zusammenzutreiben und öffentlich zu deportieren. Für einige Belgier kam das unerwartet, denn viele hatten sich der Okkupation nur deshalb widerstandslos gebeugt, da sie an eine reibungslose und erträgliche Handhabung durch die Besatzer geglaubt haben. Doch nun begann die Maske zu fallen und viele Belgier waren schockiert, als sie mit eigenen Augen sahen und miterlebten, wie Kinder den Eltern entrissen und wie Menschen in den Osten abtransportiert wurden. Und doch liegt hier auch eine kollektive Schuld der belgischen Bevölkerung vor, die man nicht so leicht von der Hand weisen kann. Pierre Azulin stellt verbittert fest, dass die meisten Belgier zwar angewidert waren, dass die Deutschen solche Spektakel aufboten, doch zugleich schien es in weiten Teilen der Bevölkerung an Mitleid mit den Juden zu mangeln. Da war also häufig dieses ambivalente Gefühl in der Luft, dieses, naja, wir mögen die ja auch nicht, aber das geht jetzt etwas zu weit. Hergé, der beruflich tief in die Redaktion von Le Soir eingebettet und Raymond de Beckers Freund und Vertrauensperson war, konnte nicht für sich beanspruchen, nichts gewusst zu haben. Doch Gewalt und Unterdrückung, Schikane und Chauvinismus, all das stand ihm fern. Er tat, was er an dieser Stelle für richtig hielt. Er versank noch tiefer in der Arbeit an Tintin und begann noch stärker die neuen eskapistischen Dimensionen von Tim und Struppi auszuloten. Vielleicht steckte da auch ein gewisser Pragmatismus dahinter. Hergé wusste, dass er nichts tun konnte, also blendete er die Gräuel aus und baute weiter seine Fantasiewelt aus. Diese Haltung fiel auf einen fruchtbaren Boden. Alle Belgier hatten das Bedürfnis, wegzusehen und sich abzulenken. Die deutschen Zensoren waren mit Hergé ebenso zufrieden, denn seine neuen Geschichten brachten die Leser auf andere Gedanken. Die Nazis hätten vermutlich nichts dagegen gehabt, die gesamte Deportation der Juden heimlich und gänzlich ohne öffentliches Aufsehen abzuwickeln. Doch in 1943 war der Holocaust bereits in einem solchen Ausmaße angelaufen, dass für Heimlichkeiten keine Infrastruktur mehr zur Verfügung stand. Die Abtransporte fanden regelmäßig im öffentlichen Raum statt. Die Deutschen hatten auf belgischem Boden auch ein Verteilungs-KZ eingerichtet, das SS-Sammellager Mechelen, auf Französisch das Camp de Rassemblement de Malines. Über Malines hatten die Nazis insgesamt 25.000 Juden und rund 350 Roma deportiert, überwiegend mit dem Ziel Auschwitz-Birkenau. Spätere Recherchen haben gezeigt, dass von diesen 25.000 Juden über 60% in Auschwitz gar keine Lagernummer mehr erhielten und vermutlich direkt nach der Ankunft in die Gaskammern geführt wurden. Nur knapp 1.200 belgische Juden hatten die Deportation überlebt. Es wäre allerdings auch falsch, die belgische Bevölkerung insgesamt als feige und ignorant darzustellen. Während der Okkupation gab es eine aktive Resistance in Brüssel und in den Antwerpen. Dies waren Widerstandskämpfer, die in einer bedingungslosen Lebensgefahr schwebten und operierten. Im Falle einer Verhaftung durch die Nazis erwartete sie nur Folter und Tod.
Relativ ungesehen von der Bevölkerung wütete auch in Belgien der Sicherheitsdienst des Reichsführers SS, abgekürzt SD. Ein Geheimdienst, dessen Aufgaben von der Identifikation versteckter Juden bis zur Zerschlagung des politischen Widerstands reichten. Die belgische Réseau de Résistance, abgekürzt RR, verübte Akte der Sabotage, zielte aber auch auf hochrangige Kollaborateure ab. Unmittelbare Angriffe auf deutsche Würdenträger fanden eher nicht statt, denn hier bestand das grundsätzliche Problem der Vergeltungsschläge. Es war allgemein bekannt, dass im Falle eines Attentats auf einen Nazi-Bonzen die Sanktionen an ziviler und unbeteiligter Bevölkerung unbeschreiblich waren. Als bei der Operation Anthropoid die tschechischen Agenten Gabčík und Kubisch den Obergruppenführer und General der Polizei Reinhard Heydrich getötet haben, haben die Nazis zwei gänzlich unbeteiligte Kleinstädte Lidice und Ležáky komplett ausgelöscht. Sie haben die Bevölkerung beider Städtchen exekutiert und die Orte geschliffen. In Belgien verdient eine Person besondere Erwähnung. Die Comtesse Andrée Eugénie Adrienne de Jong. Gräfin de Jong erschuf im Alter von nur 24 Jahren ein geheimes Flüchtlingsnetzwerk mit dem Namen Réseau Comet, das mindestens 800 abgestürzte Piloten, aber auch andere alliierte Soldaten zurück nach Großbritannien geschmuggelt hatte. Andrée de Jong war eine unglaubliche Frau und kann zu Recht als eine der größten Heldinnen der modernen belgischen Geschichte gesehen werden. Dies war also die wahre Welt des besetzten Belgiens, die Wirklichkeit hinter den Fassaden der gesenkten Blicke und der vorgetäuschten Normalität, an der Hergé letztendlich so stark beteiligt war. Hergé hatte stets betont, dass er damals nie ein politischer Rexist war. Und das mag zu einem bestimmten Grad auch stimmen, denn es ist kaum anzunehmen, dass ihm das pro-teutonische Geschepper der Rexisten auch nur ansatzweise behagte. Die Rexisten strebten den Anschluss Walloniens an Deutschland an, was Hergé zuwider war. Doch Hergés Problem war in erster Linie sein Freundeskreis, der aus einer wachsenden Anzahl aus Rexisten bestand. Allen voran Paul Jamin oder sein Freund und Chef Raymond de Becker, der Ende 1942 demonstrativ Léon Degrelles Rexpartei beitrat und im Brüsseler Sportpalast eine feurige Rede auf die Einheit Belgiens, auf die Einheit von Wallonien und Flandern hielt. Diese politische Anbiederung brach nur wenige Wochen später vollständig zusammen, als Léon Degrelles persönlich aus Berlin zurückgekehrt war, inzwischen als ein dekorierter Waffen-SS-Offizier. Am 17. Januar 1943 hielt er im selben Sportpalast eine verstörende Rede. Darin schwor er die Partei auf die Ideen Heinrich Himmlers ein und propagierte den Anschluss des gesamten Belgiens an Deutschland. Das war ein Schock für Raymond de Becker, der sofort nach nur wenigen Monaten Mitgliedschaft aus der Rexpartei austrat und Léon Degrelles brieflich eine Absage erteilte. Für Becker begann damit allerdings auch ein Abstieg innerhalb seiner selbsterwählten Rolle als friedlicher Vermittler zwischen der belgischen Presselandschaft und den Nazis. Im September desselben Jahres folgte seine Absetzung und Verhaftung. All diese historischen Mühlsteine überforderten Hergé beim Weiten. Hergé war durchaus ein sehr intelligenter Mann und sichtlich auch ein sehr interessanter Mensch. Aber wie schon zuvor gesagt, war da auch eine gewisse Naivität vermischt mit mangelnder Entschlossenheit, die letztendlich zu den meisten Schmutzflecken auf seiner Biografie beitrug. Ich kann das an einer Anekdote, die Pierre Azulin ausgegraben hatte, sehr gut demonstrieren. Georges und Germain besuchten auch während der Okkupationszeit den inzwischen deutlich gealterten Abbé Vallès, den einstigen Chefherausgeber von Le 20e Siècle. Germain Quiquens war in den frühen 30ern seine Sekretärin gewesen und Norbert Vallès hatte auch bei der Verlobung zwischen ihr und Hergé seine Hand im Spiel gehabt. Dass Vallès ideologisch ein unbelehrbarer Rassist und Faschist war, hatte Hergé wohl all die Jahre erfolgreich ausgeblendet. Der Pater plante seine Rückkehr in das Licht der Öffentlichkeit, doch die Kirche schob dem unentwegt einen Riegel vor. Während eines dieser Besuche in jener Abtei, in die Vallès von der katholischen Kirche nach seiner Absetzung strafversetzt wurde, lernte Hergé einen deutschen Offizier namens Burkhas kennen, der in den wallonischen Bergen stationiert war. Der Deutsche sprach ein hervorragendes Französisch und besaß eine sehr gewinnende Art. Hergé kam ins Plaudern mit ihm und wurde plötzlich sehr gesprächig. Der Offizier zeigte sich an seiner Arbeit und ihren geschäftlichen Aspekten interessiert und Hergé beantwortete bereitwillig alle Fragen.
Am nächsten Tag ließ Hergé Offizier Burkhardt eine signierte Ausgabe von »Das Geheimnis der Einhorn« per Kurier übersenden. Nicht lange darauf meldete sich Charles Lesne, der Herausgeber bei Castremont, telefonisch bei Hergé und teilte ihm mit, dass Castremont gerade einen etwas ungewöhnlichen und äußerst neugierigen Besuch von einem gewissen Herrn Kreift von der Besatzungsobrigkeit bekam, in Begleitung eines gewissen Offiziers Burkas, der schockierend gut über die Hintergrundvorgänge bei Castremont informiert war. Hergé war beschämt und geradezu sprachlos. Diese Geschichte zeigt, dass Hergé nicht wirklich in voller Tragweite absorbiert hatte, was denn Europa gerade geschah. Er konnte nicht begreifen, dass jegliche Art von Entgegenkommen, Freundlichkeit und Gelassenheit seitens der Deutschen zu diesem Zeitpunkt nur geheuchelt und gelogen war. Den Nationalsozialisten ging es darum, das Land zu unterjochen, es zunehmend für die eigenen Kriegsinteressen ausbluten zu lassen und es von sämtlichen Juden zu säubern. Und falls es ihrer Sache diente, die Belgier dabei anzulächeln und so zu tun, als wäre man ihr Freund, nur um all diese Aufgaben ohne zivilen Widerstand zu erfüllen, so war man gerne dazu bereit. Hergé war eben ein ewiger Boy Scout, aufrichtig und moralisch, doch er war nicht so gut darin bewandert, mit Lügen und Täuschung umzugehen. Offizier Burkas, oder wie auch immer er in Wirklichkeit hieß, das werden wir vermutlich nie erfahren, war aller Wahrscheinlichkeit nach einer der zahlreichen Agenten des SD, der mit Hergé ein sehr leichtes Spiel hatte und ihn um den Finger wickelte wie einen Bindfaden. Man muss also in aller Bescheidenheit feststellen, dass Hergé, auch wenn er eine andere Gesinnung besessen hätte, der Resistance ohnehin keine große Hilfe gewesen wäre. Letztendlich sollte man akzeptieren, dass seine Aufgabe in jenen Jahren damit erfüllt war, der Jugend Belgiens angenehme Stunden zu bescheren, fern des bedrückenden Alltags, versunken in die farbigen Seiten von Tim und Struppi. Und so überrascht es nicht, dass das Geheimnis der Einhorn bei seiner Erscheinung ein voller Erfolg war. Die Leser genossen es, ein spannendes Tim und Struppi-Abenteuer zu erleben, insbesondere da darin ein Leben stilisiert wurde, in dem die Deutschen nicht existierten. Tim und Struppi hatte an dieser Stelle in aller Deutlichkeit begonnen, eine eskapistische Welt voller zeitloser Abenteuer zu sein, fern jeglicher Politik und unterschwelliger Anspielungen. Die Leser konnten für einige Stunden Auszeit nehmen von einem Alltag, der beseelt war von deutscher Zensur, Lebensmittelrationen und allerlei Kürzungen. Hergé sollte nach der beendeten Publikation eigentlich Urlaub nehmen, doch er nutzte die freien 2 Wochen dazu, an dem Puzzle für die Firma Dubreuil zu arbeiten. Zugleich beginnt er mit seinem Agenten Thierry über die Herstellung von Modellfiguren nachzudenken. Im Februar 1943 breitete sich die Nachricht aus, dass die Deutschen bei Stalingrad eine Niederlage erlitten haben. Die Kapitulation von Generalfeldmarschall Paulus hatte nicht nur eine strategische Bedeutung, sie war auch von symbolischer Wichtigkeit. Der Mythos der deutschen Unbesiegbarkeit schien gebrochen. Natürlich hatte man erst nach dem Kriegsende erfahren, zu welchem unbeschreiblichen Preis an menschlichen Verlusten dies von der Sowjetunion bewerkstelligt wurde. Zur selben Zeit, genauer am 19. Februar, begann Hergé die Fortsetzung von »Das Geheimnis der Einhorn« in den täglichen Streifen im Le Soir zu publizieren. Der Titel dieser Geschichte lautete Le Trésor de Rackham le Rouge, auf Deutsch, der Schatz Rackhams des Roten. Hergé zeichnete damals bereits mit seinem Team, bestehend aus Edgar P. Jacobs und Alice Devaux. Die Anwesenheit von Mitarbeitern ermöglichte ihm, parallele Aufgaben zu delegieren und so konnte er sich besser auf die Hauptaufgabe fokussieren. Dies erlaubte ihm eine deutlich größere Liebe zum Detail, die hier auf jeder Seite spürbar ist. Der Schatz Rackhams des Roten ist eine Augenweide. Ein großartig gezeichnetes Heft und vermutlich das Beste seit der Blaue Lotus. Man spürt förmlich Hergés Drang, die Wirklichkeit da draußen zu vergessen und in einer Welt fern jeglicher Politik und Kriegslust Zuflucht zu finden. Der Schatz Rackhams des Roten beginnt mit Reiseplänen. In der Stadt spricht sich herum, dass Tintin und Haddock eine Schatzsuche planen und dies führt zu allerlei Komplikationen, da unzählige Interessenten Haddocks Wohnungseingang belagern. Die meisten behaupten, Nachfahren von Rackham zu sein und beanspruchen damit einen Anteil am Schatz. Der dauerhaft zornige Kapitän Haddock jagt sie schließlich alle davon. Doch die Türglocke klingelt noch einmal. Diesmal steht ein kleinwüchsiger älterer Herr dort mit einem Aktenkoffer und einem Regenschirm.
Die erste Begegnung mit Professor Beanline, der im Französischen Professeur Tournesol heißt und im Englischen Professor Calculus, kartiert bereits den Humor, der fortan um Beanline herrschen sollte. Der Professor gibt selbst zu, leicht schwerhörig zu sein, doch in Wirklichkeit ist er so gut wie taub. Die Kombination eines schwerhörigen, exzentrischen Forschers und des ungeduldigen, leicht entzündbaren Kapitän Haddock ist eine Goldgrube für Situationskomik. Bereits hier an der Wohnungstür wird deutlich, dass die beiden im Grunde außerstande sind, miteinander zu kommunizieren. Man kann sich nicht des Eindrucks erwehren, dass Hergé schon immer über verrückte Professoren nachgedacht hatte. Denn bereits 10 Jahre zuvor bei den Zigarren des Pharaos gab es den verrückten Professor Zyklon und in Der geheimnisvolle Stern begegnen wir gleich 2 exzentrischen Akademikern, allem voran Professor Fossil. Sie alle scheinen mehr Übungsläufer zu sein für den eigentlichen Prototyp. Denn Professor Beanline ist eine deutlich sympathischere Gestalt und man merkt sofort, dass Hergé nicht vorhatte, diesen Protagonisten anschließend wieder einzumotten. Über die Inspiration zu Beanline wurde viel gesagt. Allem voran stand hier der Schweizer Wissenschaftler und Abenteurer Auguste Piccard Pate, der auch viel in Brüssel weilte und bei dessen Vorträgen Hergé möglicherweise anwesend war. Es gibt auch eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Beanline und Piccard mit dem Unterschied, dass Hergé Professor Beanline als einen eher gedrungenen Mann porträtierte, während Auguste Piccard von sehr hochgewachsener, dürrer Statur war. Im Deutschen hat Professor Beanline den Vornamen Balduin. Im französischen Original gab ihm Hergé den recht seltenen Namen Trifon, da er zuvor einen Schreiner mit diesem Namen kennengelernt hatte. Im Englischen heißt der Professor mit vollem Namen Cuthbert Calculus. Mit Beanline ist der innere Zirkel der Charaktere um Tim und Struppi vollständig. Es ist nicht der letzte wiederkehrende Charakter, den Hergé in seinen Geschichten erfinden würde, aber der letzte, der zu der engeren Tintin-Familie dazugehört. Für Hergé sollte Beanline zu einem zivilisatorischen Barometer werden. Oder zumindest Hergés Wahrnehmung der modernen Welt reflektieren. Das wird dadurch deutlich, dass Beanlines Kompetenzen immer ein wenig hin und her driften. Hier in der Schatz Rackhams des Roten ist Professor Beanline ein eher exzentrischer Erfinder, dessen Erfindungen einiges zu wünschen übrig lassen. Nun, in erster Linie ist er eigentlich kein richtiger Professor, denn man erfährt nie von einer Professur, die er an irgendeiner Universität halten würde. Aber man sieht natürlich auch den Reporter Tim nie in einer Zeitungsredaktion. Und Haddock ist eigentlich auch nur dann der Kapitän eines Schiffes, wenn es die Geschichte gerade verlangt. Hinzu kommt, dass Beanline einen Hang zum Pendeln hat, was gänzlich unwissenschaftlich ist und in die Sphären der Esoterik gehört. Eine Unterscheidung, die Hergé die meiste Zeit nicht unbedingt wichtig war. Doch in den kommenden Geschichten mausert sich Beanline zunehmend als ein ernstzunehmender Wissenschaftler hervor, ein richtiger Physiker, dem man schließlich auch das syldavische Raumfahrtprogramm anvertrauen würde. Er ist auch ein fähiger Chemiker, der das Gegenmittel zu einer chemischen Waffe erfindet, von der die Schulzes in das Reich des schwarzen Goldes befallen sind. Doch in den darauffolgenden Geschichten driftet Beanline doch zunehmend in eine eher schrullige Obskurität. In der Fall Beanline erleben wir den Professor das letzte Mal als einen Hardcore-Physiker mit weitreichendem Einfluss. Danach wird er zunehmend zu einem schrulligen Forscher, der sich an elektrischen Rollschuhen versucht und weiße Rosen züchtet. Beanline spiegelt somit eine technologische Welt, wie Hergé sie über den Zeitraum von über 3 Jahrzehnten empfand und wahrgenommen hatte. Angefangen mit einer geradezu arkanen Welt der Pendel und unverkäuflicher Erfindungen, über eine Allegorie auf Robert Oppenheimer und Werner von Braun, bis hin zu der Abwanderung einer zunehmend technologischen Gesellschaft in die Banalität von modernen Medien. Das wird gerade bei Die Juwelen der Sängerin deutlich, als Professor Beanline einen Farbfernseher erfindet, der zu einem Sinnbild dessen wird, was Hergé von der grellen Welt der TV-Programme so hielt. Nicht viel. Professor Beanline besucht den Kapitän mit einer klaren Mission. Er möchte Tim und Haddock eine seiner Erfindungen anbieten, ein Mini-U-Boot, mit dessen Hilfe die Schatzsucher den Meeresboden absuchen könnten. Haddock und Tim sind an Beanlines Erfindung nicht interessiert und auch ein Besuch in Beanlines überfülltem Labor überzeugt sie nicht. Haddock hatte zwischenzeitlich von seinem alten Seemannfreund Chester die Sirius gechartert und überwacht die Vorbereitungen.
Wir hatten die Sirius kurzzeitig auf Island kennengelernt. In Der geheimnisvolle Stern erscheint die Sirius allerdings nur von außen. Hier würde Hergé nun viel mehr ins Detail gehen müssen, denn ein beachtlicher Teil der Handlung würde sich auf dem Schiff abspielen. Schon bei Der geheimnisvolle Stern nahm Hergé hierbei ein reales Schiff als Vorlage. Nun besorgte er sich von Berquemont, dem Autor von Das Meer und die Kunst, mit dem Hergé inzwischen befreundet war, die Baupläne und ein passendes Schiffsmodell. Er nahm die Umsetzung des Sirius also entsprechend ernst. In letzter Minute während der Abfahrt tauchen die Schulzes auf. Einer der Gebrüder Vogelfaul soll aus dem Gefängnis ausgebrochen sein und so sollen die beiden Detektive den Schutz von Kapitän Haddock und Tim übernehmen. Später, nach der Abfahrt des Schiffes, stellt sich heraus, dass der abgewiesene Professor Beanline sich als schwarzer Passagier eingeschlichen hat, um die Schatzsucher von der Wichtigkeit seines Mini-U-Boots zu überzeugen. Hierin liegt sicherlich auch der Erfolg dieses Bandes. In Umfragen und Best-of-Listen rangiert der Schatz Rackhams des Roten häufig auf Platz 1. Das ist nicht verwunderlich. Tim und Struppi, Haddock, Beanline und die Schulzes gemeinsam auf der Schatzsuche in der Karibik. Was will man mehr? Der Schatz Rackhams des Roten verfügt nicht nur über die bereits vertraute maritime Romantik, sondern führt uns diesmal auch unter Wasser in die Meereswelt. Zum Einsatz kommt auch Professor Beanlines Mini-U-Boot, das wie ein Haifisch geformt ist. Hergé hatte mehrere Vehikel konzipiert, die als eine Art Pop-Art in die Geschichte eingegangen sind, allen voran die rot-weiße karierte Rakete. Doch ebenso das schwarz-graue Hai-U-Boot gehört dazu. Kapitän Haddock ist in seiner vierten Geschichte bereits ein etablierter Charakter. Und so dreht Hergé bei ihm entsprechend auf. Der bärbeißige Haddock-Humor steht in diesem Band deutlich im Mittelpunkt. Zum Thema Humor muss man allerdings auch sagen, dass Hergé hier eine Weiterentwicklung demonstriert. Was man in diesem Band beobachten kann, ist eine Zunahme von subtilem Humor anstelle des klassischen Slapsticks. Da sind plötzlich großartige Gags im Spiel, Bemerkungen, die Haddock vor sich hinbrummt, die voraussetzen, dass man aufmerksam reingegangene Szenen gelesen hat. Ein Panel verdient hier besondere Erwähnung. Am Anfang der Geschichte geht die ganze Gang, also Tim und Struppi, Haddock und die Schulzes, mit Beanline mit, um sich sein U-Boot in dessen Labor vorführen zu lassen. Sie tun das höchst unfreiwillig, doch jeglicher Versuch, mit Beanline zu kommunizieren und ihm klarzumachen, dass sie an seiner Erfindung nicht interessiert sind, scheitert an dessen Taubheit. Um nicht gänzlich der Verzweiflung zu verfallen, geben sie nach und marschieren einfach mit, um es hinter sich zu bringen. Hier kann man eine großartige Palette aus den unterschiedlichsten Stimmungen in einem einzigen Bild sehen. Eine großartige Leistung von Hergé. Haddock ist natürlich knurrig wie immer, doch sogar Tim ist sichtlich am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Und das, obwohl sie Beanline erst seit 10 Minuten kennen. Und im Hintergrund die grinsenden Schulzes, die wie immer kaum der Unterhaltung folgen können. Einfach grandios. Der Schatz Rackhams des Roten ist auch für eine tintinologisch relevante Besonderheit berühmt. Er beinhaltet Hergés Lieblingspanel aus allen Tim und Struppi-Heften. Wir hatten schon bei Die Krabbe mit den goldenen Scheren auf ein Bild verwiesen, das Hergé sozusagen als sein zweitbestes Bild betrachtet hatte. Hierbei ging es um den Aufbau der Zeichnung, die mehrere Menschen zeigte, die gleichzeitig die Flucht ergriffen haben, doch ebenso als eine zeitversetzte Bewegungsstudie von ein und derselben Person betrachtet werden konnten. Doch Hergés Lieblingsbild ist dieses hier. Es zeigt Kapitän Haddock beim Betreten der Insel. Hinter ihm zieht Tim und die Schulzes das Ruderboot auf den Strand, während man im Hintergrund die Sirius sehen kann. Vermutlich war es auch hier eine gewisse Vierdimensionalität, die Hergé an der Zeichnung gefiel. Da ist somit eine Menge geronnener Bewegung in dem Bild und damit auch viel Atmosphäre. Es ist ein stummes Bild ohne Sprechblasen, vollständig auf die Stimmung des bevorstehenden Abenteuers einzahlend. Das Bild ist eindeutig ein Kandidat für ein tolles Poster. Mochte in den drei vorangegangenen Abenteuern, also die Krabbe mit den goldenen Scheren, die geheimnisvolle Insel und das Geheimnis der Einhorn, weitgehend eine Farbpalette aus rötlichen und braunen Tönen vorherrschen, bis hin zu einem grellen Gelb, so ist es hier ganz anders. Dieser Band ist vollständig der Farbe Grün gewidmet. Nicht nur der tropische Urwald auf der Schatzinsel zeigt sich in mehreren Grünschattierungen. Generische grüne Hintergründe wie beim Arumbaya-Fetisch gibt es hier nicht mehr. In der Schatz Rackhams des Roten ist auf der Insel jeder Hintergrund detailliert dargestellt. Wir sehen Palmen und Stauden, Efeu und große Farne, wohin das Auge reicht.
Hergé entschied sich auch für die Darstellung des Ozeans in sattem Grün. Das ist eine interessante Entscheidung, über die ich leider in der Sekundärliteratur nichts gefunden habe. Hergé wollte hier vermutlich der Tatsache Rechnung tragen, dass das Meer nie wirklich blau ist, sondern stets eine grau-grünliche Farbe hat, mit je nach Lichteinfall durchaus blauen Anteilen. Doch ist farbliche Wahrnehmung des Ozeans oft viel subjektiver, als uns bewusst ist. Die Idee eines blauen Meeres inmitten einer farbigen Zeichnung oder eines Gemäldes ist somit mehr eine Tradition, ein Klischee geradezu. Das grüne Meer ist bei Hergé allerdings nicht konsequent und variiert stark von Band zu Band. Meistens hat es aber eine azurfarbene Tönung, die sich aber gut von der Farbe des Himmels absetzt. Da wird also deutlich, dass die grüne Farbgebung vermutlich rein ästhetisch motiviert war. Hierbei zeigt der Schatz Rackhams des Roten das wohl grünste Meer der ganzen Reihe, während allein der 1943 kolorierte Arumbaya-Fetisch ein fast übertrieben blaues Meer zeigt. Inzwischen ging die farbige Ausgabe von Das Geheimnis der Einhorn in die zweite Auflage. Und zwar mit 12.500 Stück, wovon die Hälfte bereits vorbestellt war. Dies war also ein richtiger Tintin-Boom. Auch der Arumbaya-Fetisch kam nun farbig mit 12.500 Stück heraus. Am 15. April brachten die deutschen Besatzer eine neue Weisung heraus, die besagte, dass Verlage nur noch mit der Erlaubnis der Militärverwaltung Produkte drucken durften. Dies reflektierte die wachsende Knappheit in Deutschland und die Defizite, die der Zweite Weltkrieg trotz der Plünderei in benachbarten Ländern anhäufte. Am 19. Mai informierte Hergé seinen Ansprechpartner Charles Lesne bei Castermont darüber, dass ihm zugesteckt wurde, dass bald wohl eine größere Papierlieferung aus Finnland in Belgien eintreffen sollte. Ein guter Freund hatte ihm mitgeteilt, dass die Rationierung des Papiers insbesondere jenen Verlagen zugeteilt würde, deren Publikationen, Hergé wörtlich, den kulturellen Charakter der Veröffentlichung unterstrichen und auf die Notwendigkeit verwiesen, jungen Menschen gesunde, lehrreiche und bildende Literatur anzubieten. Die zuständigen Behörden würden all diese Kriterien in den Tim-Büchern finden. Das zeigt die komplexe Rolle, die Hergé in diesen Jahren für Castermont erfüllte. Denn dank seines, etwas fragwürdigen Freundeskreises besaß er natürlich allerlei Kontakte, die vermutlich nicht mal Castermont hatte. So verbuchten Verlag und Künstler beide während der Okkupation große Erfolge und waren auch imstande, den Bedarf zu decken. Es scheint, dass da allerdings allerlei Amigo-Affären im Spiel waren, denn während Hergé sich den Deutschen weitgehend fernhielt, waren einige seiner Kumpels mit ihnen tief unter einer Decke. Diese Abenteuergeschichte endet lustigerweise genau dort, wo bereits Das Geheimnis der Einhorn endete, auf dem Schloss Mühlenhof, französisch Moulinsart, wo bereits Tim die beiden verbrecherischen Brüder Vogelfaul dem Gesetz übergeben hatte. Abgesehen von einigen spannenden Antiquitäten im Wrack des gesunkenen Schiffes Einhorn, hatten die Schatzsucher in der Karibik den eigentlichen Preis ihrer Reise nicht gefunden. Missmutig und ohne Schatz kehren sie nach Hause. Das Schloss steht inzwischen zum Verkauf, was Haddock sehr wehmütig macht, denn er findet heraus, dass das reizvolle Gebäude einst seinem Vorfahren gehört hatte, dem Kapitän der Einhorn, Ritter von Haddock. Doch der gute Kapitän kann sich eine solche Immobilie natürlich nicht leisten. Da tritt allerdings Beanline auf den Plan und teilt dem Kapitän mit, dass ihm die Regierung das Patent für sein Hai-U-Boot abgekauft hatte und dass der Erlös groß genug sei, um das Schloss zu kaufen. Da ist freilich all die in den Wahnsinn treibende Schwerhörigkeit vergessen und so ziehen Haddock und Beanline in das Schloss ein, während Tintin allerdings in seiner behaglichen Wohnung in der Stadt bleibt. Hier sehen wir zum ersten Mal eine Gesamtansicht des Schlosses. In dem vorangegangenen Band Das Geheimnis der Einhorn hatte sich Hergé um diese Darstellung gedrückt. Nun holte er sich eine passende Inspiration und benutzte ein echtes Schloss als Vorlage, das Château de Cheverny an der Loire. Hergé entfernte lediglich die beiden Außenflügel, da er vermutlich nicht wollte, dass das Schloss zu protzig wirkt und sein Kauf durch Professor Beanline und Kapitän Haddock sollte realistisch anmuten. Nun in gewohnter Tradition meine drei Lieblingspaneele aus dieser Geschichte. Und das ist gar nicht so einfach, denn hier sitzt jedes Bild. Dieser Comic ist von Frame zu Frame einfach nur fantastisch.
Und in diesem Band gibt es einige Paneele, die durchaus legendär geworden sind. Allem voran die große Zeichnung von Tim auf dem Meeresboden, die sehr stark an 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne erinnert. Und natürlich die bereits gezeigte berühmte Gesamtansicht von Schloss Mühlenhof mit Tim und Haddock, die zentral darauf zumarschieren. Es fällt auf, dass der Schatz Rackhams des Roten sehr viele dramatische Rückenansichten hat. Und damit fangen wir auch mal an. Nummer 1, auf Seite 17 sehen wir dieses eine Bild. Ich finde es toll, dass Hergé sich in dieser Geschichte die Zeit nimmt, Details zu zeigen, die der Story zusätzliches Leben einhauchen. Die Sirius ist bereits ein Schiff mit beachtlicher Tonnage. Tim hatte vermutlich noch nie ein so großes Schiff gesteuert. Haddock lässt ihn ans Ruderrad und gibt dem jungen Abenteurer entsprechende Unterweisungen. Das ist ein Bild ganz ohne Gags, doch in einer reizvollen Atmosphäre, die deutlich macht, warum das hier ein so großartiger Band ist. Interessanterweise zeigt auch dieses Bild die Hinterköpfe der beiden. Auf Seite 26 blicken Haddock und Tintin auf die Schatzinsel. Atmosphärisch einwandfrei. Auf Seite 46 sehen wir eine abendliche Lagebesprechung zwischen Haddock, Tim und Beanline in der Offiziersmesse. Haddock hatte zuvor eine umfangreiche Ladung von 200 Jahre alten Rum im Wrack der Einhorn gefunden. Man kann sich also vorstellen, wie verdammt gut seine Laune an dieser Stelle ist. Hergé lässt da nichts anbrennen und zeichnet die Szenerie durch einen Wald aus alten Rumflaschen, die Struppi verwundert beäugt. Und wie immer eine Bewertung, obwohl ich nicht der Meinung bin, dass Bewertungen allzu wichtig sind, aber ich habe es bis jetzt getan, also setze ich es mal fort. Ich habe zuvor bereits bei einigen Heften die vollen 5 Sterne gegeben. Doch ich habe für die ganz seltenen Fälle eine Bewertung, die darüber hinausgeht, sozusagen 5 Sterne Ultra. Und die würde ich an dieser Stelle gerne aktivieren. Das hier ist nach meinem Dafürhalten eine der besten Bände von Tim und Struppi und besticht auf allen Ebenen der Comickunst. Zweifelsohne haben wir es hier auch mit einem der erinnerungswürdigsten Tim und Struppi Cover zu tun. Ein Bild, das extrem ikonografisch geworden ist. Wer kennt nicht die 2 roten Fische im Vordergrund der Zeichnung? Am Ende der Geschichte veranstaltet Kapitän Haddock auf Schloss Mühlenhof eine Ausstellung über die Einhorn und über Ritter von Haddock. Der Kapitän wirft sich da in Schale und wir können ihn in Marineuniform sehen. Rechts im Bild sehen wir Nestor, den Butler, so dass deutlich wird, dass Haddock ihm seine Arbeit für die Gebrüder Vogelfaul nachsieht und ihn somit gänzlich rehabilitiert. Sonst wäre der arme Nestor vermutlich im Gefängnis gelandet. Ein kleines Detail finden wir in der linken Hälfte des Bildes. Dort kann man den Kunsthändler Ivan Ivanovich Sakharin sehen, der sich ebenfalls die Exponate ansieht. Tim hatte ihn in das Geheimnis der Einhorn gleich 2-mal verdächtigt, ihn bestohlen zu haben. Gut, dass das nun aus der Welt geschafft wurde. Und damit sind wir wieder am Ende einer Episode. Hergé war mit dem Ergebnis dieses Comics sehr zufrieden, aber viel später äußerte er eine gewisse Verwunderung darüber, dass es ihm gelungen war, das Heft so beliebt und erfolgreich zu machen, gemessen an einer verhältnismäßig dünnen Story. Doch ich denke eben, dass der Erfolg dieser Geschichte mit der Qualität des Humors und einer gelungenen maritimen und exotischen Atmosphäre zu tun hat. Die Wechselwirkung der Charaktere hat hier eben mehr Substanz als jemals zuvor. Und es ist eben diese Dynamik, die zum Erfolg von Der Schatz Rackhams des Roten beiträgt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.